Die Projektwoche an der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe in der Landwirtstraße widmet sich ganz dem Thema Mobilität. 6 Klassen arbeiten an dem Projekt mit und finden dabei sehr unterschiedliche thematische Zugänge. Besonders wichtig ist den Schülern, aktuelle Umweltprobleme anzusprechen und auf alternative Fortbewegungsmittel hinzuweisen. Neben Filmen, Lesungen und Präsentationen gibt es einen Radaktionstag und zahlreiche Workshops. Wir haben jedes Jahr ein Jahresthema, das heißt, im Rahmen des Schulprogramms versuchen wir ökologische Themen in das Schulprogramm aufzunehmen. Das Jahresthema heuer ist Mobilität. Ökologisch grundsätzlich ein Basisprogramm, was von Unterricht, also vom Ministerium ausgeht und Ökologisierung, Nachhaltigkeit auch in der Bildung als Ziel hätte oder hat. Und wir besonders also als Ökologschule profitieren durch das Coaching. Wir haben einen Ökolog-Coach an der Schule, der uns eben hilft, diese Jahresthemen zu entwickeln. Und wir profitieren auch durch das große Netzwerk, also die uns wirklich mit Informationen, mit Internetplattformen und auch mit dem Bildungsförderungsfonds unterstützen. Meine Projektgruppe hat sich mit dem Thema Mobilitätseinschränkungen auseinandergesetzt. Also Mobilitätseinschränkungen, wie wir es zum einen gesehen haben beim Essen, man ist also blind oder man hat also nur eine Hand zur Verfügung, wie geht es einem da? Und in dem Fall, wie geht es einem, wenn man Rollstuhlfahrer ist, welche Hindernisse muss man überwinden, wie fühlt man sich in dieser Rolle? Wir versuchen das Rad den Schülern, den Lehrern ein bisschen schmackhaft zu machen, sich mit anderen Dingen fortzubewegen als mit Bus, öffentlichen Verkehrsmitteln oder gar mit dem Auto, um auch ein bisschen was zum Kyoto-Abkommen beizutragen, dachten wir uns. Da hätten wir noch ein paar Aktive, die gerade rund um den Sportplatz des ULCs geradelt sind, geskatet sind und versuchen, durch ihre Kilometer Geld zu sammeln für ein Projekt, mit dem ein Rollstuhl mitfinanziert werden soll. Ja, bei dem Projekt, da geht es eben um Reisen. Wir haben uns genau mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich denke mal, das ist eine sinnvolle Sache, weil das ziemlich jeden interessiert und jeder vom Stressleben eben irgendwann einmal eine Auszeit braucht. Ich habe das Thema Reisen mit Kindern gehabt, habe mich speziell eben mit den Kinderhotels beschäftigt und auf was man eben achten soll, wenn man mal mit Kindern auf Reisen geht. Mein Thema war Au-pair. Was ist Au-pair? Was sind die Vorteile von Au-pair? Was sind die beliebtesten Länder? Also ich habe das Thema andere Länder, andere Sitten gehabt. Und ich habe mich halt da speziell mit den Themen auseinandergesetzt, mit den verschiedenen Verhaltensweisen, mit Traditionen, mit den verschiedenen Kulturen, aber auch ein bisschen mit der Gesetzeslage vor den jeweiligen Ländern. Ich habe mich mit dem Thema Reisebedingungen und Einreisebestimmungen beschäftigt und habe mich da halt spezialisiert auf die Einreisebestimmungen in Amerika, weil ich das recht interessant finde, jetzt mit den strengen Kontrollen. Also dass Fingerabdrücke genommen werden oder dass Fotos aufgenommen werden, ja. Ja, also ich habe mich mit dem Teil Maturareisen beschäftigt, weil das natürlich für uns nächstes Jahr aussteht und das ja im Endeffekt unser großes Ziel ist, dass wir Matura machen und das auch dementsprechend feiern. Nicht für das Leben, sondern durch das Leben lernen wir und so verstehen wir eigentlich auch diese ganze Projektwoche. Das heißt, wir möchten auch durch das Leben lernen, neben dem, was wir an Schulinhalten vermitteln. Ja, das ist eigentlich das, was Ökolog auch sein soll.